Mulchen auf 1800 Metern Seehöhe. Alexander Fleisch ist mit einer IBEX G4 unterwegs, um eine zugewachsene Almfläche im Silvretta-Gebirge wieder als Weideland nutzbar zu machen. Es gibt keine Zufahrtsstraße. Deshalb musste die Maschine zuvor mit einem Hubschrauber eingeflogen werden. Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz, den wir für euch mit der Kamera begleiten durften. Auf einer Lichtung im Bergwald wartet Christoph Bitschnau mit einer IBEX G4 samt Mulcher. Er hat die Maschine für einen Einsatz im Hochgebirge hierher gebracht. Jeden Moment müsste der Hubschrauber eintreffen, um sie am vereinbarten Standort abzuholen. Christoph arbeitet für die Vorarlberger Firma Terratec, dem Entwickler und Hersteller dieses imposanten Geräts, das dem Kunden nun für einige Tage zur Probefahrt bereitgestellt wird. Dann ist es endlich soweit. Der Hubschrauber schwebt ein und setzt zur Landung an, um den Transport vorzubereiten. Mit dem Flughelfer bespricht Christoph, wo die IBEX befestigt werden soll. Gemeinsam bringen sie vier stabile Schlaufen an den Achsen und am Mulcher an, damit das Gewicht möglichst waagrecht unter dem Fluggerät hängt und nicht zu pendeln beginnt. Dann geht alles sehr schnell. Der Hubschrauber spannt die Leinen und hebt den großen Steinbock vom Boden. Schwebend gelangt er nun auf dem direkten Weg zu seinem Einsatzort auf die Alpe Valula. Was für ein Anblick inmitten der traumhaften Bergkulisse des Vorarlberger Montafons. Oben wird das Gerät schon sehnsüchtig erwartet. Landwirt Alexander Fleisch, sein Sohn Linus sowie Freund und Helfer Ulrich Aßmann hängen die Karabiner aus und befreien die IBEX aus ihren Fesseln. Der Hubschrauber wird nach Flugminuten bezahlt und die sind teuer. Deshalb muss alles so schnell wie möglich gehen. Alexander bewirtschaftet einen Bergbauernhof in der Gemeinde Schruns. Auf den Wiesen rund um die Hofstelle wird in den Sommermonaten Heu gemacht, das als Winterfutter für die 60 Mutterschafe dient. Derzeit weiden die Tiere auf dieser abgelegenen Alpe im Silvretta-Gebirge, nahe der Grenze zu Tirol. Es gibt keine Zufahrtsstraße. Der Ort ist nur zu Fuß oder über eine kleine Seilbahn erreichbar. Zweimal pro Woche kommen die Männer herauf, um nach den Schafen zu sehen und das zugewachsene Weideland zu rekultivieren. Es ist vor allem der Mannsruhe Adlerfarn, der hier alles andere überwuchert, sodass kein Gras aufkommen will. Vor 70 Jahren hat man da hier oben das letzte Mal Vieh gehabt. Und seit 70 Jahren hat man da nichts mehr gemacht, weil der Weg einfach so schlecht ist da herauf, dass das unsere Table Alpe war. Und wir haben seit 3 Jahren haben wir jetzt wieder angefangen, die Alpe rekultivieren. Und wo wir jetzt da stehen, eigentlich ist das eine der besten Flächen von der Alpe. Da hat man früher sogar Heu gemacht da herum und ins Tal gebracht. Und da ist alles mit dem Adlerfarn ist zugewachsen. Da stehen wir eh noch in einem Stück, wo die Schafe das noch nicht richtig beweidet haben. Hinten sieht man den starken Weidedruck. Also die Rasse geht auch den Farn eigentlich an. Aber wir haben trotzdem natürlich, wenn man das hinüberschaut, mehr wie die Hälfte der Weide ungefähr ist von dem Adlerfarn bedeckt und darum sind wir jetzt mit der Maschine hier oben, um an den guten Stellen das zu glätten und abzuräumen, dass wir da wieder Weide bekommen eigentlich. Heute testet Alexander die neue IBEX G4, ein 40 PS starker Geräteträger, der hier mit einem Gestrüppmulcher von Humus ganze Arbeit leistet. Seit einigen Jahren fährt er selbst eine IBEX G2 mit demselben Bedienkonzept. Deshalb findet er sich auch mit der neuen Maschine auf Anhieb zurecht.
Mit ihrem kräftigen Motor ist sie geradezu prädestiniert zum schlagkräftigen Mulchen solch hochgewachsener Pflanzenbestände. Die hydraulisch verschiebbare Achse und die 15 Zoll großen Luftstachelräder LS Grip sorgen für beeindruckende Geländegängigkeit. Während auch Linus die Gelegenheit nutzt, eine Runde mit der E-Bex zu drehen, sprechen wir mit seinem Vater über den ersten Eindruck. Ich habe sowieso E-Bex schon länger eigentlich, schon mehrere Jahre. Bin mit der Maschine eigentlich hochzufrieden, speziell mit den großen Anbaugeräten, hat das genügend Leistung, um das bedienen. Und heute da für den Einsatz natürlich ist die G2 nicht mehr möglich. Da haben wir jetzt die G4 heraufgenommen. Und das geht schon ganz toll, die Maschine fährt so fein, punktgenau, ganz langsam kann man fahren, hat genügend Leistung auch, um diese Arbeit zu erledigen. Dort, wo Alexander mit dem Mulcher nicht fahren kann, arbeitet Ulrich mit der Motorsense. Bisher sind die Männer dem Adlerfahren nur mit solch einfachen Werkzeugen zu Leibe gerückt. Eine sehr mühsame und nicht enden wollende Aufgabe. Wir haben früher zuerst die letzten Jahre probiert, den Adlerfahren irgendwie händisch zu bekämpfen. Sei es mit einer Weghaue, rundum abstechen, außerhebeln den Wurzelballen. Erst noch ein Krater im Boden drin und immense Arbeit. Also wir reden da von 20 Stöcken vielleicht als Tagesleistung, was man so herbringt zu zweit. Und jetzt, wenn wir das anschauen, was wir jetzt gemacht haben, da haben wir in einer halben Stunde, haben wir, keine Ahnung, haben wir 40 oder 50 Vektormäht, gell? Also das ist ein Traum, absolut. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Händisch ist es fast eigentlich unmöglich, die Flächen zu bearbeiten. Und mit der Maschine, da sieht man, wenn man einen Tag arbeitet, dann hat man sicher, denke ich, fast 1 Hektar von dem Adlerfahren geräumt. Doch nach dem Mulchen ist die Arbeit noch nicht getan. Das Material muss zusammengerecht und abtransportiert werden, damit der Boden wieder Luft und Licht bekommt. Erst dann haben andere Pflanzen eine Chance. Saatgut wird aber nicht ausgebracht. Der Plan scheint aufzugehen. Erste Erfolge sind bereits sichtbar. Vor 3 Jahren haben wir da hier oben begonnen, die Alpe rekultivieren. Am Anfang mit 20 Schafen eigentlich. Jetzt haben wir 60. Zielbestand ist um die 70 auf die gute 10 Hektar, was wir da bewirtschaften hier oben und schauen, dass wir die Landschaft super zum Pflegen kommen. Und das sollte dann mit der Weide, mit den Schafen, mit der Zahl der Schafe gut zusammenstimmen, dass wir eigentlich 3 Monate heroben bleiben können auf der Alpe. Es ist aber nicht nur die Vegetation, die dem Schafbauern Kopfzerbrechen bereitet. Seit einiger Zeit fühlt sich hier auch der Wolf wieder ausgesprochen wohl. Um seine Tiere zu schützen, hat Alexander einen Zaun errichtet. Also wir haben da den wolfsabwehrenden Zaun haben wir gemacht, weil ich der Meinung bin, wir haben von der Schweiz her drücken die Wölfe her. Das Thema nimmt zu und wenn du nichts machst, dann werden wir die Alp verlieren mit der Zeit. Weil wenn der Wolf kommt, kannst du mit den Schafen heimgehen, die sind verstört und dann ist das wahrscheinlich vorbei. Ich bin in einer Grundlage, wo ich sehr viel Zaun auf relativ ebener Fläche machen kann. Darum funktioniert das, sollte funktionieren. Die Leute, die das gemacht haben, haben gesagt, in ihren Anlagen haben sie noch nie ein Problem gehabt. Man wird sehen, wie das kommt. Denn zur Landschaft noch einmal da draußen sieht man eigentlich so, wie das über dem Zaun ist. Und so hat es ausgeschaut, wie jetzt da, wo die Schafe seit 3 Jahren sind, plus einmal jährlich das Ganze mit der G2 mulchen. Man sieht halt da noch den partiell offenen Boden überall und das kommt vom Plattenbewuchs, genauso wie das Unkraut, was wir vorhin hatten. Oder? Und jetzt durch das, dass wir seit 3 Jahren einmal mulchen eigentlich mit den Schafen beweiden, sieht man schon da, dass wir da eigentlich eine wunderschöne geschlossene Grasnarbe bekommen, gell? Ohne Ansaat, genau. Ja. Das Ganze ist ohne Ansaat, ja. Da sieht man das eigentlich, das haben wir letztes Jahr mit dem Fadenmäher, mit dem Messer gemacht, hohen Arbeitsaufwand. Und man sieht, der fährt dort noch komplett, der Adlerfahrenstock, der war ja so groß eigentlich. Da sieht man, kommt zwar wieder ganz minimal, aber das frische Kleine, das nehmen die Schafe sowieso, der Stock ist tot. Und ohne, dass man wieder, wie gesagt, ohne Ansaat, sieht man, wie das Gras eigentlich von alleine innerhalb von einem Jahr so durchkommt. Also bis in 2, 3 Jahren ist das sicher wieder komplette Grasnarbe und gedeckt. Das ist das, was wir wollen. Alexander ist zuversichtlich. Der Wolfszaun scheint seinen Zweck zu erfüllen
Und in 2 Jahren sollen auch die Rekultivierungsarbeiten weitestgehend abgeschlossen sein, sodass auf der Alpe Valula wieder das Gras sprießen kann. Genauso wie vor 70 Jahren. Ganz schnell! Ja, wo ist sie denn? Ah, ja, was ist denn? Ja, wo sind Sie? Es ist die Liebe zur Natur und zu seiner Heimat, die den engagierten Bergbauern Tag für Tag aufs Neue antreibt. Ja, da steckt Leidenschaft dahinter, dass man die Landschaft wieder pflegt und das so weitergibt, wie man es eigentlich vorgefunden hätte vor 70 Jahren. Das ist eigentlich die Motivation und die Schafe. Es ist schon eine große Freude für mich und da heroben, es ist ein Traum, da heroben zu sein überhaupt. Das ist ein Privileg. Das ist Tiroler Steinschaf. Alte Rasse, ist ein kleiner Schaf eigentlich. Gesundes, robustes Tier. Ja, was ist denn mit dir? Ja, was ist denn? Ja. Jetzt komm schnell! Komm schnell! Momentan verbringt der Landwirt 2 Tage pro Woche hier oben. Langweilig dürfte es ihm auch nach Abschluss der Mulcharbeiten nicht werden. Im Herbst kommen die Schafe nach Hause und wollen über die Wintermonate im Stall versorgt werden. Zusätzlich arbeitet Alexander als Tischler und als staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, der vor allem im Winter von seinen Gästen oft für Skitouren gebucht wird. Über die Nachfolge macht er sich keine Sorgen. Linus, der derzeit noch zur Schule geht, hilft in jeder freien Minute am Betrieb mit und möchte später einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten. Wenn ihr mehr über die IBEX Geräteträger von Terratec erfahren wollt, dann schaut euch unbedingt auf unserem YouTube-Kanal um. Dort findet ihr bereits zahlreiche Videos zu den verschiedensten Einsatzmöglichkeiten.